Ihr könnt davon ausgehen, dass fast jeder YouTuber, der solche Videos macht, weniger Arbeit investiert als ich in meinem Preview-Video. Willkommen zu einem neuen Video und wie man unschwer an meinem neuen Kanalbild erkennen kann, geht's auch heute um Star Wars auf diesem Kanal. Dieses Jahr war das erste Jahr für mich, wo ich so richtig mit dem Hate auf YouTube konfrontiert worden bin. Und das hat natürlich meine Videos von Star Wars Episode 8 am meisten getroffen, weil die natürlich am meisten Aufmerksamkeit erregt haben. Ich reg mich jetzt nicht wegen der Kritik auf, ich war schon immer einer, der Kritik akzeptieren konnte, wenn sie auch wirklich konstruktiv und nachvollziehbar ist. Es gab aber auch viele Sachen, die ich einfach nicht verstehen konnte und mir einfach an den Kopf gefasst habe, weil es auf einem anderen Kanal wahrscheinlich getrennt wäre oder sogar noch bessere Bewertungen gegeben hätte. Ich nenne euch mal ein paar Beispiele und da werde ich mich jetzt auch ein bisschen selber kritisieren. Jeder weiß, der mich schon länger begleitet, jetzt auch nicht auf YouTube. Ich verdrehe und verhaspel manchmal manche Wörter, fange ein bisschen an zu stottern, wiederhole mich. Das bin ich einfach. Ich weiß nicht, das kam vor ein paar Jahren einfach so. Ich rede schneller als ich denke, das mache ich wahrscheinlich jetzt auch. Und sowas wird in den Kommentaren kritisiert und das ganze Video wird wegen, ich sag jetzt mal, einen Sprachfehlers gedisliked. Auf anderen Kanälen werden Sprachfehler gefeiert. Der war gerade ganz schön abgespeedet von Geschwindigkeit her. Und auf den Straßen laufen Leute rum. Ey, Alter, ich schwöre, was willst du, ey? Fick dich, Alter, ey. Das stört auch rein. Wegen so einer Sache jetzt bei mir wird ein ganzes Video gedisliked. Das sagt doch nichts über die Qualität des Videos aus, über den Inhalt, den ich vermitteln will. Und beim Thema Inhalt sind wir schon bei der nächsten Kritik der Leute. Manche scheinen den Stellenwert dieser Videos nicht zu verstehen. Sie meinen, ich habe mir irgendwas zusammengebastelt, mir meine eigene Star Wars Geschichte zusammengebaut und bin zu 100% der Ansicht, dass das im Film so passieren wird. Dabei ist es nicht so. Sie denken, das Video hätte keine Berechtigung zu existieren, weil es einfach nur Dünnschiss ist. Ich möchte euch, den Fans von Star Wars, die Wartezeit auf die Filme verkürzen, und es gibt viele, ich habe dazu auch früher gehört, die sich nicht darüber informiert haben, weil sie zu faul waren. Ich möchte euch zusammenfassen, so gut es geht, was es für Neuigkeiten gibt und euch das alles mit einer Prise von mir, mit den Gedanken eines Star Wars Fan, filmisch erklären. Meiner Meinung nach ist der letzte Punkt mit den eigenen Gedanken bei vielen YouTuber einfach nicht vorhanden. Das bezieht sich jetzt auf fast alle Franchises, Pokémon, Zelda, auch Star Wars. Da werden Vermutungen, Theorien, Spekulationen in ein Video gehauen. Ja, und das war's. Das Video hat keine eigene Aussage. Was habe ich davon, wenn ich etwas euch erzähle und am Ende beende ich das Video mit einem: Ich weiß es ja nicht so genau. Am Ende erfahren wir es im Film. Ja, ich habe das ja jetzt auch nur bei Wikipedia vorgelesen. Wo ist die eigene Aussage im Video? Wo ist die Berechtigung, dass man sich an anderen Content bedient und darüber ein Video macht? Das ist wie bei den ganzen Reaction-Videos auf YouTube. Es gibt Leute wie Unge, die machen ihr eigenes Video daraus. Und es gibt andere wieder, die schauen sich ein Video an und machen dazu ein paar Grimassen. Und das war's. Das hat für mich keine Aussagekraft, kein Wiedererkennungswert, sage ich jetzt mal so. Das kann ich woanders mir auch geben. Wenn Leute auf mein Star Wars Video klicken, möchte ich was Eigenes draus machen. Meine eigenen Theorien aufstellen. Vielleicht aus der Reihe tanzen, so wie ich es bei Snoke gemacht habe. Ich möchte meinen eigenen Content abliefern. Mit den Informationen des anderen. Ich könnte jetzt mit der Hand auf den Tisch schauen und euch sagen: Ey, im Januar mache ich nur noch Star Wars Videos. Ich übersetze englische Star Wars Videos. Ich übersetze euch jede Wikipedia-Seite. Ich suche mir irgendwelche Jedis aus dem Legends-Universum raus und präsentiere sie euch. Zeige euch, was es alles im Star Wars-Universum gibt. Ich sage euch sogar, was passiert, wenn Anakin Skywalker in Episode 3 gestorben wäre, wenn Yoda noch in Episode 7 leben würde. Ich kann euch das alles erzählen. Es hätte aber keinen Inhalt von mir. Und es würde mir auch keinen Spaß machen, nur etwas abzulesen. Oder sinnlose Fragen sich zu stellen, wie man es so oft in der deutschen Star Wars YouTube Community erlebt. Ihr könnt davon ausgehen, dass fast jeder YouTuber, der solche
Videos macht, weniger Arbeit investiert als ich in meinen Preview-Videos. Ich bin immer wieder froh, wenn ich im Star Wars-Universum bin. Star Wars ist ein Teil von mir, nicht vom Kanal, sondern von mir als Person. Videospiele sind eine Leidenschaft, wenn ich das mit Star Wars verbinden kann, freut mich das umso mehr. Und wenn mich irgendwelche Leute deabonnieren, weil sie nichts mehr von Star Wars mitbekommen, dann tut mir das leid. Nächstes Jahr, 2018, sind wieder einige Star Wars Sachen geplant. Bei Episode 9 bin ich natürlich auch wieder am Start und das hier bleibt ein Gaming-Kanal. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder und bis dahin, bis dann und möge die Macht mit euch sein, aber im Gleichgewicht.